Bei der Kommunalwahl geht es, wie das Wort ja auch schon sagt, um das Kommunale, um das gemeindliche Geschehen. Das ist etwas, was die Bürgerinnen und Bürger im Unterschied zur Landes- und zur Bundespolitik im wahrsten Sinne des Wortes sehr hautnah erleben. In der Kommune, in den Städten und Gemeinden gibt es noch politisch sehr viel Gestaltungsspielräume. Wenn wir nur an das Thema Schulpolitik denken, an die Infrastruktur, beginnend beim Straßenbau, aber auch im Hinblick auf die anderen Nahversorgungsthemen wie Ärzte, Apotheken, Lebensmittelversorgung und so weiter. Da ist es sehr wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Ich finde es ganz traurig, wenn am Abend einer solchen Kommunalwahl wir dann über eine Wahlbeteiligung von 40 oder 50% berichten müssen. Zu einer lebendigen Demokratie gehört nicht nur das Wahlrecht an sich, sondern auch die Tatsache, dass dieses Wahlrecht eben auch genutzt und benutzt wird. Ich persönlich empfinde das Wahlrecht als eine Wahlpflicht und bin daher selbstverständlich bei jeder Wahl, insbesondere aber auch bei der Kommunalwahl, natürlich mit Bleistift und Stimmzettel mit von der Partie.